200. Wer hätte gedacht, dass wir 200 Mal ein Sonntagswort aufnehmen? Das ist Grund zum Danken Ihnen, euch, die ihr Sonntag für Sonntag zuhört, mitdenkt und uns auch manchmal Ermutigungen schickt, dass das, was wir machen, nicht so ganz verkehrt ist, sondern was mit dem Leben zu tun und auch hilfreich für den einen oder die anderen. Und damit ist es auch gut. Besonderes machen wir heute sonst nicht mehr. Wobei das Evangelium des Sonntags schon besonders genug ist. Da lernt Jesus nämlich, er lernt und das noch von einer Frau. Und das Evangelium, das wird heute denen im Rosenkränzchen vorgelesen, die sich hier dienstags immer treffen, um im Garten zu sein und sich auch auszutauschen. Herzlich willkommen zu unserem Sonntagswort. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit zog sich Jesus in das Gebiet von Tyrus und Sidon zurück. Und siehe, eine kanaanäische Frau aus jener Gegend kam zu ihm und rief: Hab Erbarmen mit mir, Herr, du Sohn Davids, denn meine Tochter wird von einem Dämonen gequält. Jesus aber gab ihr keine Antwort. Da traten seine Jünger zu ihm und baten: Schick sie fort, sie schreit nur hinter uns her. Und er antwortete: Ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt. Doch sie kam, fiel vor ihm nieder und sagte: Herr, hilf mir. Er erwiderte: Es ist nicht recht, das Brot den Kindern wegzunehmen und den kleinen Hunden vorzuwerfen. Da entgegnete sie: Ja, Herr. Aber selbst die kleinen Hunde essen von den Brotkrummen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Darauf antwortete ihr Jesus: Frau, dein Glaube ist groß. Es soll dir geschehen, wie du willst. Und von dieser Stunde an war ihre Tochter geheilt. Jesus benimmt sich zum Weglaufen. Es ist unmöglich, wie er sich dieser Frau gegenüber verhält. Das ist nicht nur unhöflich, das ist völlig falsch, völlig daneben. Sie bittet ihn um Hilfe und er lässt sie einfach stehen. Und dann kommen sie trotzdem ins Gespräch, weil die Frau so hartnäckig ist, und er vergleicht sie mit Hunden. Ja, was ist das denn? Und doch lernt er an dieser Frau was ganz Wichtiges. Er lernt. Und was Wesentliches, nämlich, dass das, was er immer denkt und was in der Schrift steht, was er also gelernt hat, dass das Heil Gottes zu den Juden kommt und erst am Ende der Zeit zu allen Menschen. Jetzt merkt er aber, das mit den Juden klappt überhaupt nicht. Die Pharisäer machen Zirkus und klagen ihn an. Die Menschen rennen weg und er zieht sich zurück in das Gebiet der Heiden. Und dann kommt eine Heidin und will was von ihm. Und wahrscheinlich war er ein bisschen geknickt, auch ein bisschen missgestimmt und er weiß nicht, wie es weitergeht. Und dann kommt tatsächlich diese Frau und will auch noch was von ihm. Dann lässt er sie einfach stehen. Geht so nicht. Bei allem Druck, bei allen Schwierigkeiten. Aber er lernt an ihr, dass seine Haltung nicht die richtige ist. Dass Gott von ihm etwas anderes will. Ich glaube, wir dürfen überzeugt sein, dass Gott diese Frau geschickt hat, damit sein Sohn auf dieser Welt etwas lernt. Nämlich, dass das Heil nicht erst am Ende der Zeiten zu den Heiden kommt, sondern dass er schon für alle Menschen da ist. Und dass das Heil durch ihn zu allen Menschen kommt. An dieser Frau lernt er das. Oder andersrum, ohne diese Frau wären wir heute keine Christen.
Und dann? Was heißt das denn für uns? Wenn Jesus lernt, dann müssen wir doch auch bereit sein, unsere Grundsätze, das, was wir für richtig halten, was uns viel wert ist und was wir glauben, dass es auch Gottes Wort ist, dass wir das bereit sein müssen, an der Wirklichkeit zu verändern. Da hat die Kirche, glaube ich, viel zu lernen. Wenn Jesus lernt und bereit ist, seine Grundsätze zu überdenken, ja, dann kann die Kirche das doch auch. Warum tun wir uns denn als Kirche so schwer, bestimmte Dinge, die sich in unserer Zeit so massiv geändert haben, die Rolle der Frau, die Rolle von geschieden wieder Verheirateten, die Rolle von Homosexuellen in der Kirche, das zu ändern? Jesus hat es getan, und zwar in einem wesentlichen Punkt. Die Dinge, um die wir heute ringen, sind nicht so wesentlich wie das, worum es in dem Gespräch zwischen Jesus und der Frau ging. Also, nicht ganz so festgefahren sein, sich nicht ganz so festlegen oder bereit sein, auch die ehernen Grundsätze, die man so hat und die man auch braucht, keine Frage, auch in Frage stellen zu lassen. Auch nochmal zu lernen, so wie Jesus gelernt hat. Mit dem Lernen ist er nie am Ende und wir wahrscheinlich auch nicht. Das sollte reichen für dieses Sonntagswort und für die kommende Woche. Viel Spaß beim Lernen. Bleibt behütet.